Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute habe ich mal eine Solo, ja, Give Cast to Friends Variante für euch, wie man sich hier verglitschen könnte. Ja, bevor wir mit dem Video anfangen, muss ich mich bei Neumain entweder 1857 oder 1857, hier, ich weiß es gerade nicht, könnt mich gerne korrigieren, bedanken. Ja, er ist Junior-Kanalmitglied, er ist heute Kanalmitglied geworden. Vielen, vielen Dank für die Abschließung der Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank für deinen Support und dann noch den, ich hoffe, das ist richtig, Beldi. Er ist auch heute Junior Kanalmitglied wieder geworden oder ist es jetzt. Ja, vielen, vielen Dank für den Support von euch beiden und wirklich, Kuss geht raus und jetzt fangen wir einfach mit dem eigentlichen Glitch an. Ihr braucht eine Agentur für Arbeit, also ich nenne die halt immer so, dann braucht ihr noch, ja, entweder eine Nachtclub-Ebene, diese Nachtclub-Ebene braucht ihr mit einem Fahrzeug drin oder die Arena-Werkstatt mit einem Fahrzeug drin, das könnt ihr euch aber komplett aussuchen, das ist komplett egal. Ja, dann braucht ihr noch einen Kollegen in einer Einladelobby, im Job für den Titan oder dem Bot in der Videobeschreibung, den ich euch da reingeschrieben habe. Ja, das ist MTB-Titan, das werde ich euch gleich aber auch noch zeigen. Das ist doch schon alles gewesen von der Vorbereitung her. Wir fangen jetzt ganz einfach mit dem eigentlichen Glitch an. Wir drücken einfach doppelt auf die PlayStation-Taste und suchen nach MTB-Titano. Ja, den müssen wir einfach einmal hier jetzt joinen. Und der ist die ganze Zeit in der Einladelobby in GTA. Dann gehen wir jetzt hier einfach auf Beitreten einmal. Dann warten wir, bis diese Meldung da jetzt einmal kommt. Den habe ich euch halt jetzt auch in die Kommentare einmal so reingeschrieben. Könnt ihr dann einfach im PSN suchen. Sobald die schwarze Meldung da ist, einfach mit Kreis ablehnen. Ja, und dann macht ihr das Ganze einfach nochmal, bis die Meldung immer schneller auftaucht. Hier jetzt Kreis, Doppel-Playstation-Taste, X, Kreis. Das macht ihr jetzt ein paar Mal. Und dann gehen wir jetzt gleich geradeaus jetzt in, ja, das Büro, sag ich mal, oder die Agentur für Arbeit, je nachdem, wie ihr das nennen möchtet. Und da gehen wir jetzt ganz einfach einmal rein. Wir gehen in den blauen Punkt. Dann, sobald der Aufzug jetzt hier einmal zu sehen ist, doppelt auf die Playstation-Taste drücken und dem einmal nachjoinen und alles mit X durch Spam. Hier, das hat jetzt in meinem Fall perfekt funktioniert. Ja, wir werden jetzt hier gleich einmal spawnen und das ist jetzt so, dass wir gefreezed sind. Wir drücken dann ganz einfach, ja, Options, gehen auf Online, Jobs, Job spielen, Rockstar erstellt und dann Mission, Job für einen Titan, einmal reingehen und dann warten wir, bis da der Black Screen vorüber ist und wir im Jobmenü sind. Dann müssen wir den Job ganz einfach verlassen. Das kann einen kleinen Moment dauern. Das machen wir jetzt ganz einfach. Wir warten jetzt hier, bis wir Kreis drücken können. Drücken wir einmal Kreis und X, um das Ganze hier zu verlassen. Und schon spawnen wir jetzt in der Agentur und haben keine Minimap und sonstiges. Ja, was wir jetzt einfach machen müssen, ist das Interaktionsmenü zu öffnen und dann ganz einfach auf die Markierung dann einmal runterzugehen. Die machen wir ganz einfach einmal an. Da machen wir alles auf eigene, also alle Jobs eigene. Das müsst ihr einmal anmachen und dann drücken wir ganz einfach Options, gehen dann auf die Map, gucken nach dem nächstgelegenen Job in der Nähe, starten ihn dann ganz einfach. Im Job angekommen, drücken wir nun doppelt auf die PlayStation-Taste und holen uns eine Zielmodus-Meldung, damit wir jetzt hier einen Fehler bekommen, einen Internetfehler. Ja, damit wir jetzt ganz einfach hier aus dem Job fliegen. Jetzt einmal doppelt PlayStation-Taste nochmal drücken und ja, diese Meldung mit Kreis einmal ablehnen. Wir werden dann jetzt hier spawnen. Wir haben das Ganze jetzt so geschafft. Soweit sind wir jetzt fertig. Wenn das bei euch auch sein sollte, dass ihr keine Waffen hier benutzen könnt, das Waffenrad, dann habt ihr alles soweit geschafft. Wir müssen jetzt ganz einfach ein Auto aus der Arena-Werkstatt holen. Es ist egal, welche Ebene das ist. Ihr müsst euch das nur merken oder aber auch jetzt hier aus der Nachtclub-Garage. Es ist auch egal, was für eine Ebene, am besten B2. Das hat bei mir immer geklappt vor der Aufnahme. Ich teste das ja immer. Ich habe jetzt aber hier die Arena-Werkstatt genommen, weil ich das noch nicht getestet habe. Ich habe dann den Krieger gewählt. Dann begeben wir uns jetzt ganz einfach mit dem Fahrzeug zu der Arena-Werkstatt.
Wir sind nun angekommen, dann fahren wir jetzt ganz einfach in die Ebene rein, wo wir das Auto haben. Sollte alles geklappt haben, ist alles verbuggt. Ihr steigt einfach mit Dreieck einmal aus dem Fahrzeug hinaus und werdet dann auf der Map spawnen. Was wir jetzt machen, ist einfach Options zu drücken und dann ganz einfach auf Jobs, Job spielen, Rockstar erstellt und dann auf den Job für eine Titan. Dort müssen wir einmal reingehen und dann verlassen wir den Job auch ganz einfach wieder. Ihr öffnet einfach das Interaktionsmenü, wenn ihr gespawnt seid, geht dann auf Inventar, auf ferngesteuerte Fahrzeuge und holt den RC Bandito oder irgendein anderes ferngesteuertes Fahrzeug. Ihr verlasst das dann ganz einfach, wenn ihr da drinnen jetzt angekommen seid, einmal mit Dreieck. Wir haben dann jetzt hier einen kurzen Screen und wenn wir jetzt hier blinkend auf, wenn wir jetzt hier blinkend spawnen, dann habt ihr auch alles geschafft, dann seid ihr verglitscht und ja, das ist ein kleiner Test, ob ihr wirklich sicher gehen könnt, dass ihr verglitscht seid. Das habe ich immer so gemacht und hat bis jetzt immer funktioniert. Sobald man blinkend aufgetaucht ist, ist man verglitscht. Jetzt braucht ihr einfach nur noch den Kollegen, der muss euch jetzt ein Auto hinstellen und ich werde euch dann jetzt noch den Gift Cast to Friends zeigen. Ihr fordert wie immer die MOC an, wenn das Fahrzeug aus der MOC, dann sagt ihr um den Kollegen, er soll doch bitte ein gemoddetes Auto hinstellen, was ihr euch dann jetzt einmal ziehen könnt. Ja, euer Kollege muss jetzt ganz einfach noch bei euch mit einmal einsteigen. Ist euer Kollege im Fahrzeug, dann macht er einfach hier PSN Sternmenü, das muss er einfach nur da drinnen bleiben. Was ihr jetzt einfach macht, ihr fahrt jetzt an dem Launchpunkt von der MOC und drückt dann einfach Steuerkreuz nach rechts. Ja, wir werden dann ganz einfach jetzt hier abwarten, bis ihr automatisch aus eurem Fahrzeug hier einmal rausgekickt wird. Das kann ein paar Sekunden dauern, weil ihr seid dann jetzt hier auch gefreezed. Wir fahren jetzt ein Stück nach hinten, wenn ihr ein bisschen weiter weggegangen ist. Er stellt sich ganz einfach an die MOC ran. Was wir jetzt einfach machen, ist in den blauen Punkt zu gehen. Ich habe das mit einer Franklin-Meldung versucht, das hat bei mir nicht funktioniert. Wir gehen in den blauen Punkt, gehen auf alleine eintreten und holen uns ganz einfach eine Zielmodus-Meldung. Habt ihr das gemacht, werdet ihr hier einmal spawnen und ihr lauft dann ganz einfach zu dem Fahrzeug, was ihr ziehen wollt. Drückt da einmal Dreieck, wenn ihr da angekommen seid, damit ihr einsteigen könnt. Ihr werdet automatisch in die MOC gezogen und schon habt ihr ein Auto gezogen. Das könnt ihr jetzt immer wieder wiederholen. Und mehr achtet dabei drauf, dass ihr genügend Platz habt. Mehr zum Autos opfern halt, ihr wisst Bescheid. Das ist auch schon alles gewesen. Das könnt ihr jetzt halt wirklich im laufenden Bande jetzt wiederholen. Danke an den Gosco, der mir bei diesem Glitch hier jetzt geholfen hat und der mir ein Auto hingestellt hat. Wirklich vielen, vielen Dank. Das ist auch schon der ganze Glitch gewesen. Sollte halt wie immer irgendwas unklar sein zu dem Glitch, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche euch dort wie immer alles so gut es geht zu beantworten und zu erklären. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mir jetzt noch ein Like und ein Abo da lassen würdet. Das war's von dem Video. Ja, wenn euch das gefallen hat, zeigt es mal mit einem Like und einem Abo. Ihr wisst Bescheid. Teilt das Video noch auf eure mit euren Freunden. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder aber auch im nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao. Sex.